You're alive. No time for that. Do whatever it takes to get everyone out of that shelter. Do you understand? They're not safe there. What? Why? God damn it! What does he mean? Get everyone out of the shelter? Ja, eine gute Frage, warum wir alle aus der Zuflucht evakuieren sollen. Wir wissen zwar noch nicht warum, aber wir sollen es tun. Informiert wurden wir von dem eigentlich totgeglaubten Fremden, der in unserer alten Zuflucht, eigentlich von Trümmern erschlagen wurde. Doch wie dem auch sei, wo bleiben meine Manieren? Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer. Und willkommen zurück zu Terminator Resistance. Auf. Wir haben einen Auftrag. Max Versteck finden. Und das werden wir tun. Dr. Mac, is that you? The Resistance needs your help. Mac! Nein, nein. Mm-mm. It would be a shame to lose that camera. Now, why would you do that? Because we don't have time for this. Come out here. Skynet has developed a new Terminator model, the Infiltrator. You've seen one already? We've captured one, and we need your help. Are you there? How do I know you're not an infiltrator? You've seen them. You know how incredibly lifelike they are, so you should understand my concerns. Head up that hill. If you want me to help you, you have to take a test for me. Test? Yes, to determine whether you're a Terminator or not. And be careful. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Ich will mich erstmal ein bisschen umgucken, ganz kurz, ob wir hier was Spannendes finden, was wir gut gebrauchen können. Ein alter Schulan, ach Herr Jemine. Und jetzt sollen wir für den verrückten Doc Sommer einen Test bestehen oder die ein oder andere Prüfung. Komm schon, Mann. Echt jetzt? Allein, dass wir so reden können, wie wir reden, sollte doch Beweis genug sein. Wie bitte? Plasma-Minigun? Die kann ich doch noch nicht verwenden. Warum liegt hier noch eine rum? Ich dachte, das wäre so eine super seltene Waffe. Nee, diesmal nicht, ne? Mit welchem Waffenlevel kann ich die benutzen? Ich kann die benutzen? Stopp, eine Sekunde bitte! Nice! Ein Glück haben wir nochmal nachgeguckt. Wow, endlich! Ich möchte... Das Dingeling möchte ich auf der 3 haben. Genau, so machen wir's. Natürlich tunen wir das Teil auch. Oh mein Gott! Schaden! Wobei, wir schießen... Nein, stopp, nicht das verbessern. Das will ich verbessern. Das hier... Schaltkreis getrennt. Wir wollen, weiß ich nicht, was wollen wir denn? Feuerrate 500? Da geht doch bestimmt noch mehr. Wir schießen einfach viel, viel schneller als sonst. Das ist hier unser persönlicher Weg des Erfolges. Oder vielleicht, ich weiß nicht, Schaden eigentlich. Eigentlich würde ich wieder am meisten Schaden austeilen können. Aber stabil sollte das Teil natürlich auch sein. Ach verdammt. Ach komm, wir nehmen einfach hier nur gelbe Sachen. Das wird schon hinhauen. Feuerrate, schade, wir können hier nicht weiter gelb bauen. Dann nehme ich hier trotzdem ein bisschen Schaden einfach mit. Und jetzt nochmal Klumpen zu 3 Strich. Haben wir da irgendwas Nettes vielleicht? Ja, nochmal Schaden. Ist in Ordnung. Nehmen wir erstmal. Wir können uns später damit noch ein bisschen weiter auseinandersetzen. Geil! 3, guckt euch mal den Kavenzmann an. Aber das ist noch, der rote Gatling Laser. Das ist noch nicht die mit dem lila Schuss, ne? Das kommt noch. Das Ding müssen wir freischalten lassen von Dr. Mac. Und dafür müssen wir jetzt erstmal die Prüfung bestehen. Okay, du hast uns überzeugt. Beziehungsweise die Möglichkeit, coolere Waffen zu haben, hat uns überzeugt. Haben wir hier noch was Spannendes, was wir schnell mitnehmen können? Ein bisschen Kram können wir immer gut gebrauchen. Und los geht's. Begib dich zum Theater. Oh, they're actually trying to fight you? Very clever way to make me think that you're not one of them. Unfortunately for you, I'm not. Nice, wir können hintereinander wegschießen. Das Ding überhitzt nicht. Ist ja schon mal super. Nicht verkehrt, nicht verkehrt. Aber ich glaube, bei den T-800 werde ich weiterhin auf das Scharfschützengewehr setzen. Ist eine schöne Alternative hier. Auf jeden Fall. Suche Zuflucht. K
kein Überfallalarm, keine Warnungen. Wir verstehen jetzt erst so langsam, was gerade passiert ist. Offensichtlich wurden wir angegriffen, nicht von einem Land, auch nicht von Terroristen, sondern von einem Computerprogramm. Heute ist der erste Tag, an dem es sicher ist, den Schutzraum zu verlassen. Sie sagen, die anfängliche Strahlung sei endlich verflogen. Zu den Archiven zugefügt. Ja, das haben sie schon echt cool gemacht. Der beste Terminator-Shooter seit 23 Jahren. So zumindest die GameStar. Ist nur schade, dass wir jetzt hier im Zielmodus dann kein Fahnenkreuz mehr haben. Naja, gut. Das werden wir auch noch überleben. Steck ein. Wir brauchen früher oder später die lila Munition. Können wir gut gebrauchen. Wir haben keine Zeit für all das. Just tell me where you are. I am not a robot. Living tissue would make you a cybernetic organism, not a robot. Words have meaning. Ja. Aber conversations between human beings would be a lot easier if we all just trusted each other and understood the deeper meaning of what we said. Keep that in mind during this test. Okay, aber was willst du von uns? They've been trying to find me for a while now, all 8 of them. Well, I guess with you in there, that makes it 9. Na, kommen wir hier irgendwo rein? Was willst du genau von uns? Rede mit uns, Mac! Oh, sehr schön, speichern. Und eine weitere Boombox. Aber wir brauchen ja aktuell keine. So, jetzt ganz vorsichtig. Ich glaube, ich habe gerade... Da, ich habe was gehört. Richtig, wir haben... Roboterfußschritte gehört. Vorsichtig, wow, die hauen mehr rein denn je. Und die sind auch schon wieder stärker geworden. Die allerersten, als ich mein Scharfschützengewehr ganz frisch hatte, habe ich mit einem Headshot weggemacht. Aber das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Vorsichtig. Oh, schnell, schnell, schnell. Er kommt wieder zu sich. Alles cool, alles cool. Nimm alles mit. Nein, keine Pistolenmunition, die brauchen wir nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Ist alles nachgeladen? Ja. Okay. Vorsichtig. Ich glaube, hier sind noch mehr. Alles schön fein säuberlich durchsuchen. Vorsichtig. Die Mine entfernen. Hier sind bestimmt... Oh, 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 noch mehr. Wenn man vom Teufel spricht oder auch nur kurz dran denkt, dann kommt er. Cool bleiben, hier ist noch mehr, hier ist noch mehr. Guck da einfach mal auf den Radar, Leo. Gute Idee. Gute Idee. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich bemerkbar gemacht haben. Geht doch. Sehr schön. Dankeschön. Wir hätten ja auch sneaken können, aber irgendwie ist mir gerade nicht nach sneaken. Wir hätten die Messer benutzen können. Hey, 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 Alter. Da kommt noch einer, da kommt noch einer. Deckung, von wo? Ich glaube, die dürfen dich auch nie greifen. Dann ist vorbei. Dann ist Schluss mit lustig. Wo ist der? Ist der über uns? Kommt er die Treppe hoch? Er hat uns. Ganz kurz gesehen. Aber er hat nicht schnell genug reagiert. Schön alles mitnehmen. Ja, weiter geht's. Den wichtigen Loot nicht vergessen. Oh, wie schön. Also, das sicherlich früher mal gewesen ist. So, sind wir noch richtig auf dem Weg für die Aaron-Mission? Für Aarons Haus? Ja, das ist erst da vorne. Sehr schön. Great, you're here. Get on that stage, quick. Ach man. Selbstverfreilich. Was soll ich jetzt machen für dich, du Spinner? Wahrscheinlich irgendwas total Peinliches oder so.
was eigentlich überhaupt gar keine Bewandtnis hat, nur damit du was zu lachen hast. Good. Now wait here for a moment. My patience is wearing thin. Why am I even here? Here? On the stage, you mean? Because I wanted you to recite a poem. Das war so klar. That's right. That's why I got you on this stage, to invoke the fear of public speaking in you. This will allow me to check your emotional response. Very important in these sort of tests. So, if you could go ahead and recite a poem. Oh Gott, sage ein Gedicht auf. Das mache ich nicht. Warum? Verpiss dich. das mache ich nicht. Are you kidding me? I'm not doing that. Fair enough. Lacks motivation. Typical trait of some human beings. Ach komm schon, echt? Tests required. Oh, now wait and be quiet. Oh oh. Irgendwas kommt jetzt. So. Kein Jägerkiller. They regularly patrol this area. Don't let them see you. So you know I'm not a Terminator. Of course I do. They are way better shots than you. Then why are you making me do all this? Because I want you to grab something for me before I help you. Turn left when you leave the theater. There you'll find a plane crash site. My spider scout should be stuck somewhere around. Just grab it and bring it back to me in one piece. Ach je. Completely took over this place. Der Typ hat einen Spinnenläufer rekalibriert. Nice. Vorsichtig, da hinten ist Lauffolg. Aber im Prinzip könnten wir uns auch mit den Jägerkillern einlassen, weil wir haben ja die wärmesuchenden Raketen. Mit 5 Raketen sollten wir zumindest einen vom Himmel holen können. Ich glaube, die Messer brauchen wir nicht mehr. Aber trotzdem, ein cooles Level, wo wir die mal verwenden konnten. Wir können ja eigentlich weiter... Ach komm, wir laufen weiter. Da wird sicherlich noch genug Abwehr kommen. Oh verdammt, ich sehe gerade, wir müssen da unten sogar lang. Das ist ein Skynet-Außenposten und das Haus von Aaron. Damn, warte mal, ich markiere mir das mal. Sowas ist mir wichtig. Da müssen wir uns wohl oder übel doch mit den Läufern, mit den Spider-Robotern einlassen. Komm raus! Alles cool, alles cool. Ich brauche noch euren Kram. Wo ist denn bitte dieser Außenposten? Hallo. Vorsichtig. Ja, ich werde dich mal solide anschießen und dann zerfetzen wir dich mit der 3. Nice. Oh oh, oh oh. Sie kommen. Nee, der interessiert sich nicht für uns. Schön, eine schöne Sache. Vorsichtig. Nein, nein, nein. Spring. John Connor. Verdammt mich nochmal. Mist, ey. Vorne sind die so gut gepanzert. Jetzt kommt das ganze Fußvolk hierher. Kritischer Treffer. Ach, guck mal. Doch von vorne sogar. Ah, alles klar. Wir müssen quasi auf ihr Genick schießen. Ihr Körpergenick. Irgendwie. Genau. Zwischen dem Hauptteil und den Beinen. Wer hat mich hier gesehen? Hey! Du elendes Ding, du. Bist du ein Plasmageschütz oder bist du ein Läufer? Ach, komm schon. Du bist ein Plasmageschütz. Wir könnten natürlich jetzt auch die Rakete nehmen, aber ich würde schon ganz gerne meinen Jägerkiller vom Himmel holen, wenn wir den nächsten sehen. Aber das wird nicht einfach. So viel ist schon mal klar. Cool. Oh, das ist ja noch ein Turm. Mensch, klasse. Vorsichtig. Komm, den smashen wir einfach so weg. Yeah, ich bin fast tot. Die Riesen-Meditasche. Ich weiß, der steht gleich wieder auf. Da ist er wieder. Hi. Der hat auf jeden Fall weniger vertragen als seine Pendants im Theater. Oder, naja, in der Villa vor dem Theater.
Komm schon. Geht doch. Trotzdem, der ist auch nicht hinüber. Hier, ist ein Kanister, mein Freund. Bam, ja. Party time. Excellence. Wie, der ist nicht hinüber? Hallo? Das sind wir, ne? Das sind unsere Schritte, ja. Das sind unsere Schritte. Alles cool. Alles cool. Wo ist der Mainframe? Ich will noch ein bisschen hacken. Ein bisschen Frogger spielen. Skynet Frogger. Das wäre ganz cool. Na? Wo seid ihr denn, meine Freunde? Hier läuft doch bestimmt noch irgendwer rum. Von euch hautlosen Pack. Nee, das ist der Ausgang, ne? Nee, hier sind wir auf jeden Fall falsch. Oh. Okay, unter uns ist noch einer. Ja, mindestens zwei sogar. Oh, 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 oh. Schön. So nice. Haha, er hat uns. Gnade! Oh nein! Nein! Okay, 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 okay. Einfach frontal drauf los. War offensichtlich nicht die beste Devise. Mal gucken, ob wir es sneaky besser hinbekommen. Dafür nehmen wir heute den Hintereingang. Okay, cool. Hacken geht heute. Schießen nicht so. Wir schleichen uns durch bis zum Mainframe und lassen uns von kein... Ist das der Mainframe? Nein, das ist einfach nur irgend so ein Plasmakanister. Eine Sekunde, wir müssen nach unten. Nimm trotzdem ein bisschen Kram mit, weil wäre einfach zu schade sonst. Wäre viel zu schade. Die Treppe ist... Oh, er hat uns erfasst. Er kann es aber nicht sehen, ne? Ruft er seine Kollegen oder... Nee, macht er nicht. Alles cool. Oh, oh. Ist weg. Wir sind wieder undercover. Nicht ganz, aber so ein bisschen zumindest. Oh, 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 Alter. Vielleicht doch nicht die beste Idee. Nicht vergessen, auf 4 habe ich noch die Messer. Vielleicht kommen die doch noch zum Einsatz. Ich würde mich nicht wundern. Ist noch sneaky, ist noch sneaky. Oh. Ist noch sneaky, ist noch sneaky. Cool. So, wo geht's hier nach unten? Sanft und... Wow, sorgfältig. Irgendwo konnte man noch hier nach unten. Das Problem sind jetzt natürlich die Plasmatürme. Da, da ist der Weg nach unten. Da müssen wir einfach nur runter. Wer hat uns erfasst? Wer hat uns erfasst? Wo kommst du denn her, Mann? Ich nehme lieber ein Medipack zu viel als eins zu wenig. Oder kommt der nächste? Da kommt der nächste! Viel zu langsam, Mann. Viel zu langsam. Okay, cool. Alles cool. Über uns ist einer. Aber der... Naja, der hat uns noch nicht mitbekommen. Nee, schade. Rucksack ist voll. Nicht mal mehr eine Waffe zum Verkaufen können wir mitnehmen. Okay. Der Turm hat uns noch nicht gesehen. Wir müssen da runter. Da runter. Wir werden gesehen. Wir werden nicht gesehen. Toi, toi, toi. Wo hat der denn bitte gerade hingeguckt? Ja, ist die Wand hier noch kratzfrei? Alles cool. Alles cool. Wir kommen zum Mainframe. Bloß beim Rausrennen. Könnten wir einige Probleme bekommen, weil, naja,
die Plasmatürme und so, ne? Ist hier noch ein Plasmaturm? Ja, hier ist auch noch ein Plasmaturm. Schade. Da ist hier Remy Demi. Oh, oh, der Turm hat uns erfasst. Wir können uns aber noch so ein bisschen ran glitschen. Oh, ist das der Brennende? Ist das der Brennende? Ja. Explodiere! Das ist das Einzige, wofür du gut bist. Und bleib endlich liegen. Kann ich da rüber rennen vielleicht? Vielleicht? Yay! Premium Loot. Wo ist der Mainframe? Verdammt. Wir brauchen den Mainframe. Hör! Alles cool, alles cool. Wow! Da ist der Mainframe. Wir haben ihn. Nice. Schön. Guckt ihr auch mal wieder woanders hin vielleicht? Das heißt, er kann uns aber beim Hacken kann er uns stören. Das ist nicht so cool. Vielleicht sollten wir den zuerst hacken. Ich probiere das mal kurz aus. Na, komm schon. Oder bleibt die Spielwelt vielleicht stehen? Nee, das sieht aus, als ob die Spielwelt stehen bleibt. Dass uns hier nichts passieren kann, solange wir bei Frogger Erfolg haben. Boah, das wird ja ein Spaß hier. Mann, Mann, Mann. Eigentlich haben wir endlich viele Versuche. Das wird schon. Nice! Nice Schein. Ach, guck mal einer an. Das wusste ich gar nicht. Ah, Explosion, Explosion. Ich bin tot. Ich bin so tot. Nein! Ich bin wirklich tot. Uncool. Uncool. Uncool! Okay, wir haben überlebt. Sehr schön. Ich wusste gar nicht, dass alle Türme danach uns auch gehören. Sehr schön. Wäre natürlich doppelt cool, wenn wir jetzt auch noch alle T-800s unser eigen nennen könnten. Aber dem ist natürlich nicht so. Schade. Und ein Level haben wir gemacht. Wo wollen wir uns heute investieren? Wissenschaft. Da gibt es nichts mehr. Überleben. Schneller lernen. Nee, noch schneller lernen brauchen wir nicht. Ach komm, wir machen unseren... Nee, Quatsch. Wir nehmen Härte natürlich. Mehr Energie geht immer. Ja, meine werten Ödländer. Das soll es für heute gewesen sein. Mit Terminator Resistance. Mir hat es wie immer eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, das gilt auch für euch. Wenn dem so ist, lasst mir doch lasst mir doch einen Cyborg-Daumen nach oben mit so einer Flüssig-Metall-Ummantlung da und dann, ja, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Wiederschauen, reingehauen, euer Leo, bis dann, tschüss!